An Sie alle ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den SSV Jahn Regensburg. Auf dem Podium Platz genommen haben beide Cheftrainer. Begrüße für den Jahn Andreas Patz, begrüße unseren Cheftrainer Kees van Wonderen. Und ohne Umschweife, Herr Patz, sind wir direkt bei Ihnen und bitten Sie um die Einschätzung aus Ihrer Sicht zu diesem Spiel. Ja, erstmal hallo in die Runde und Glückwunsch an Schalke 04, Glückwunsch an meinen Trainerkollegen. Wir haben uns natürlich mehr vorgenommen, wollten unbedingt was mitnehmen, wollten mit einem guten Gefühl in Länderspielpause gehen. Das ist uns leider nicht gelungen und der Sieg geht auch völlig in Ordnung. Gerade in der ersten Halbzeit, auch das Tor, was wir bekommen, haben wir wenig Zugriff gehabt. War natürlich auch ein super Kontakt von Karaman, wie er den Ball da mitten in die Bewegung nimmt, wo wir dann einfach nicht dran sind und können das dann nicht mehr verteidigen. Haben dann in der Halbzeit das ein oder andere umgestellt und haben eigentlich auch aus meiner Sicht ja, mehr Zugriff bekommen und auch besser ins Spiel gefunden und wollten auch darüber dann unsere Momente gerade in der Offensive besser nutzen und ja, bekommen dann nach dem Standard auch wieder zum ungünstigen Zeitpunkt einfach das Gegentor. Da sind wir einfach nicht konsequent genug, haben den Ball zweimal nicht richtig klären können und ja, am zweiten Pfosten dann der Ball dann ja, einfach reingekrätscht wird und das macht man da nicht gut, da sind wir nicht mit der letzten Überzeugung da und ja, unterm Strich muss man sagen, dann hat auch ein bisschen der Mut gefehlt, gerade im Spiel nach vorne, dann die Aktion konsequent zu Ende zu spielen, den Gegner so unter Druck zu setzen und gefährlich zu werden, dass wir da vielleicht nochmal rankommen. Und ja, jetzt sind wir natürlich enttäuscht und gehen mit dem Gefühl in die Länderspielpause. Aber ja, wir werden weiter daran arbeiten, werden mutig sein, werden unsere Offensivspieler natürlich weiter forcieren, um da natürlich auch unsere Momente, die wir bekommen, auch gegen so einen Gegner dann besser auszuspielen und uns mehr Torchancen herauszuspielen. Ja, danke. Wir danken Ihnen. Kees, das Spiel aus deiner Sicht bitte. Wie hast du die zurückliegenden 90 Minuten erlebt? Ja, erstmal froh, dass wir die Arbeit, die wir machen seit Wochen, dass wir das umsetzen in ein Ergebnis. Das ist für die Spieler, für den Staff, für die ganzen Fans ist das wichtig. Es ist etwas, die Rückenwind, die wir brauchen. Und das ist erstmal der erste Schritt. Aber ich glaube, das Plan, was wir gehabt haben am Anfang des Spiels, wie wir Regensburg gesehen haben, wie wir ihn bekämpfen wollen, dass das schon von Anfang an gut gelungen ist, auch mit einem sehr guten Paul Seguin, der das für uns super gemacht hat, war wichtig. Dann machen wir auch die Tore am richtigen Moment. Auch ein bisschen Glück dann mit Abseits oder nicht Abseits, an ein paar Zentimeter, glaube ich. Aber das braucht man dann auch an die richtige Zeit so. Für jeden bin ich froh, dass es jetzt gelingt. Es ist für mich nur mal der erste Schritt oder ein der ersten Schritte. Wir müssen weitermachen am Platz zusammen. Hier endet es nicht. Es fängt nur an. Und ich hoffe, das ist ein Anfang für weitere Ergebnisse. Kees, herzlichen Dank. Wir eröffnen die Fragerunde. Sie haben die Gelegenheit, nun sich kurz zu melden und an die beiden Cheftrainer Fragen zu stellen. Wir würden es in der Reihenfolge machen. Norbert Neubaum für das Medienhaus Bauer, anschließend Jörg Strohschein für die Sportschau. Herr von Wonderen, wie groß ist denn Ihre Erleichterung nach dem ersten Sieg heute mit Schalke? Der Druck auf dem Kessel war ja doch ziemlich groß und ist es ja nach wie vor im Grunde auch noch. Ja, ich glaube, es geht nicht um mehr. Was ich natürlich auch spüre, ist, Druck bei einem Verein, der nicht an diesem Platz gehört, zu stehen. Wir müssen mit allen hier raus, mit den Spielern, mit den Fans, mit jedem, der mit ein Schalke-Herz hat, müssen wir hier raus. Es geht nicht um mehr. Ich bin natürlich froh und erleichtert, dass wir das mit allen zusammen gemacht haben und hoffe auf einen weiteren Schritt. Ich mache nur meine Arbeit, jeden Tag, Tag für Tag. Und was alles da umhin gibt, mit Druck oder was auch, ist für mich nicht wichtig, weil ich habe da keinen Einfluss auf. Ich bemühe mich auf das, was ich beeinflussen kann. Und das ist Arbeit am Platz. Und wie gesagt, bin ich froh, dass wir das heute umgesetzt haben in einen Erfolg, weil das braucht man auch. Herr von Wonderen hier. Ja.
Was Sie beeinflussen können, ist ja die Arbeit mit der Mannschaft. Und Sie sagten ja gerade, Sie stehen noch am Anfang. Wie weit sind Sie denn und wann würden Sie sagen, sind Sie so weit, dass Sie sich wieder richtig nach oben kämpfen können? Ja, ich bin hier nur 5 Wochen. Ich würde das alle nicht lösen in 5 Wochen oder 6. Aber jede Woche hilft und Erfolge hilft. Wenn wir ein bisschen Rückenwind bekommen, das hilft. Aber in dieser Liga, jeder kann jeder bekämpfen und gewinnen. Es ist, wie man die Ergebnisse sieht jede Woche, das ist unglaublich. So, wir stehen für jede Woche für einen Kampf und ein tolles Zweikampf mit einem Verein, der ist alles so näher dran. Das macht es auch schön. Nicht einfach, aber ich habe schon manchmal gesagt, es braucht doch nicht einfach zu sein. Aber ich glaube, wir brauchen schon noch etwas Zeit, um miteinander das am Niveau, was zu Schalke gehört, zu bringen. Das werden wir nicht lösen in einem Monat oder so. Aber lass uns erstmal Schritt für Schritt weitermachen und hier rauskommen. Gibt es noch weitere Fragen? Norbert Neubaum nochmal. Thomas Kallas ist heute verletzt ausgefallen. Muss man sich da möglicherweise wieder auf eine längere Pause einstellen oder war das jetzt nur für das heutige Spiel? Nein, das war ein Moment im Training, zwei oder drei Tage hervor. Nicht ein großes Problem, aber zu kurz. Die Zeit war zu kurz um für dieses Spiel, dass er das. Ich glaube nicht, dass wir ihn lang missen werden, fehlen werden. Ich gehe davon aus, dass er nächste Woche wieder da ist. Es gibt keine Wortmeldung mehr. Ich danke ausdrücklich beiden Trainern, dass sie hier waren. Löse gerne zum Ende dieser Pressekonferenz das Veltins-Tippspiel für die arbeitenden Kolleginnen und Kollegen auf. Es gab eine ganze Reihe, die das richtige Ergebnis vorausgesagt haben. Deswegen mussten wir losen. Das ist in der Zwischenzeit geschehen. Und Rashid Aras darf sich über einen Gutschein für den Veltins-Shop freuen. Glückwunsch zum Gewinn und natürlich auch zum richtigen Tipp. Herr Patz, Ihnen mit dem Team und dem Jan in den kommenden Wochen gemeinsam mit Achim Beyerlotzer. Alles Gute von dieser Stelle, viel Erfolg. Danke Ihnen für das Interesse heute Nachmittag. Kommen Sie alle bitte gut und sicher nach Hause. Vielen Dank.